Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Heute möchte ich euch kein Kochvideo präsentieren, sondern mit euch über das Thema Küche sprechen bzw. Küchenschränke und deren Ordnung darin. Und zwar benötige ich ja auch für meine ganzen Videos, die ich mache, eben die Koch- und Backschubladen. Also ich habe das bei mir in der Küche unterteilt. Dazu habe ich euch ja auch schon mal ein Video gedreht. Da seht ihr, wie ich meine Küche eingerichtet habe. Das verlinke ich euch gerne nochmal. Und bei mir ist es immer so, dass in diesen Koch- und Backschubladen, also Kochen, damit meine ich alles, was ich zum Zubereiten, zum Kochen benötige, wie zum Beispiel Vorräte Reis, Nudeln oder auch Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Backen, dann eben Mehl, Backpulver und so weiter. Und vielleicht kennt ihr das ja selber, dass in diesen Schränken einfach super schnell ein Chaos entsteht, dass alles irgendwie unübersichtlich aussieht und man nie das findet, was man eigentlich auch braucht. Ja, und so ging es mir auch, beziehungsweise geht es mir immer. Ich versuche immer, diese Schränke aufzuräumen und die sehen nach kurzer Zeit einfach wieder unordentlich aus. Und ich bin ein super ordentlicher Mensch. Ich mag das gar nicht, wenn Sachen irgendwie rumstehen. Bei mir hat das alles eigentlich immer einen Platz und ja, manchmal zum Leidwesen von meinem Freund, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe mir überlegt, wie ich in diesen Schränken Ordnung halten kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das Ganze doch mit Vorratsdosen zu lösen, damit endlich dieses ganze farblose, beziehungsweise das bunte eher gesagt, durcheinander endlich eine Struktur bekommt, dass wenn man die Küchenschränke aufmacht, man denkt, wow, und nicht, oh mein Gott, genau. So bin ich das Ganze angegangen. Ich habe mir wirklich lange darüber Gedanken gemacht, auf welches System ich da setzen möchte. Anfangs dachte ich, ich möchte das gerne aus Glas machen. Da das bei uns aber eben Schubladen sind, also Auszüge, habe ich gedacht, wenn du da vielleicht so 20 Gläser drin stehen hast, dann geht die Schublade vielleicht gar nicht mehr auf. Und das kann natürlich auch passieren, gerade auf Fliesen. Wenn mal so ein Glas runterfällt, dann ist nachher auch noch die Fliese kaputt. Und also war dann Glas doch recht schnell raus. Und dann habe ich halt wirklich lange recherchiert, welche Dosen denn passen würden, da ich dann eben auch eine übersichtliche Dose haben wollte und eben auch eine, die BPA-frei ist. Dass wenn man eben auf Kunststoff setzt, dann wenigstens auch eine Dose hat, die BPA-frei ist. So bin ich dann eben auf die Firma Mepal gekommen und habe mir ein paar Dosen bestellt, um das Ganze mal zu schauen, wie denn überhaupt diese Dose aussieht, ob mir das System gefällt. Und ich war so super begeistert von diesen Dosen, dass ich gedacht habe, okay, aus diesen Dosen entsteht jetzt mein ganzer Schrank. Und ich habe dann Kontakt zu der Firma Mepal aufgenommen und die haben mir netterweise ganz viele tolle Dosen zur Verfügung gestellt, damit ich mit euch meine Schränke quasi ja umräumen, umdekorieren kann, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und ich erzähle euch, warum ich mich eben für diese Dosen hier entschieden habe, warum ich das so gut finde und warum es keine anderen Kunststoffdosen geworden sind. Und natürlich werdet ihr ein Vorherbild sehen, ein Nachherbild und ihr werdet sehen, wie ich wie dieser Prozess ist, wie meine Dosen bzw. meine Schränke ordentlich werden. Los geht's! So, bevor wir jetzt aber in die Küche gehen, möchte ich euch eben noch etwas kurz zu der Firma Mepal sagen. Und zwar sitzt die Firma Mepal in den Niederlanden und diese Vorratsdosen werden dort auch produziert. Wie schon gesagt, sind die Dosen BPA-frei und was richtig cool ist, man kann sie stapeln. Es gibt sie in verschiedenen Größen, sie sind luftdicht, spülmaschinenfest und man kann von oben reinschauen, denn gerade habe ich ja erzählt, Schubladen, man macht sie auf und man muss also nicht erst die Dose anheben, um zu sehen, was ist in der Dose drin, sondern die haben einen durchsichtigen Deckel, man kann reinschauen und sieht eben, was in dieser Dose drin ist. Und dieses durchdachte Konzept, diese gute Qualität dieser Dosen und auch die Handhabung, dass die Deckel zum Beispiel die gleiche Größe haben wie alle Dosen. Also man muss jetzt nicht den Deckel zu der Dose suchen oder andersrum, sondern jeder Deckel passt auf jede Dose. Und das werde ich euch gleich auch noch einmal näher zeigen, damit ihr das auch sehen könnt. Und dann seht ihr in dem Video auch, für welche Vorratsdosengröße ich mich entschieden habe. Denn da gibt es auch sehr viel Auswahl.
Und da muss man eigentlich auch am besten schauen, ja, wie viel isst man von welchen Sachen. Und natürlich Sachen, die man eher in größeren Mengen hat, packt man natürlich in größere Dosen. Und ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Ja, man erkennt ein buntes Durcheinander. Ja, ich habe zum Teil angefangen und habe hier zum Beispiel Flaschen, ja, quasi Upcycling betrieben, hier schon Kerne reingefüllt oder teilweise dann in Gläser und das auch schon beschriftet. Aber dann haben diese Gläser ja alle wieder einen anderen Deckel und ja. Das gefällt mir dann auch nicht. Manchmal habe ich hier auch dann zum Beispiel Haferflocken schon, was ich halt wirklich täglich brauche, dann schon in Dosen gefüllt. Aber das sieht natürlich bei weitem nicht so gut aus. Und ja, wenn dann wirklich was leer geht und man das nicht gleich aufschreibt, dann findet man das ja auch einfach in dieser Schublade überhaupt nicht. Denn man muss ja schon explizit danach suchen. Und wenn man dann einfach gerade am Kochen ist und man denkt, man hat garantiert noch Nudeln, dann fehlen die auf einmal. Ja. Das war also die Kochschublade, da machen wir uns gleich mal dran. Und hier unten geht es dann mit der Backschublade weiter. Ja, und auch hier herrscht wirklich buntes Treiben. Man findet vieles und auch nichts. Klar, hier habe ich dann immer meine Mehlsorten, die habe ich schon so ein bisschen alles auf eine Stelle sortiert. Da ist schon mal Backpulver drin. Und manches habe ich hier halt auch angefangen, dass ich es eben schon mal in Gläser gefüllt habe und angefangen es zu beschriften. Aber es sieht einfach nicht schön aus, es ist alles durcheinander und das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Und ich möchte da eine klare Struktur drin haben und ja, dass ich halt auch wirklich zu jeder Zeit alles finde. Und auch wenn wir Besuch haben und zusammen ja, kochen oder backen, soll natürlich jeder sofort finden, ja, das, was er eben auch sucht. Also, wir fangen jetzt erstmal an und werden alles ausräumen und die Schubladen einmal auswischen. Die ganzen Dosen hier habe ich jetzt gestern Abend schon gewaschen, also sie konnten jetzt über Nacht auch noch mal die letzten Tropfen quasi rausziehen. Man kann sie aber auch in die Spülmaschine stecken, ja, das könnt ihr dann selber entscheiden. Für mich war das jetzt so völlig in Ordnung, so oft muss man sie ja nicht komplett waschen. Bevor wir jetzt hier mit dem Umfüllen der Dosen beginnen, wollte ich euch noch einmal die vier verschiedenen Größen zeigen, für die ich mich entschieden habe. Hier oben haben wir 2000 Milliliter, 1500, 1000 und 425. Und was ich wirklich richtig cool finde, das sind ja die Deckel dazu. Und wie ihr sehen könnt, haben alle Dosen den gleich großen Deckel. Also egal, ob ich den Deckel auf die kleine Dose packe oder eben auf die große. Und damit ihr das nochmal seht, tausche ich die jetzt auch noch einmal aus. Also klein und groß passt wirklich beides. Und das finde ich immer richtig gut, denn gerade bei vielen Dosen hat man sonst mal das Problem, dass man die Dosen ja, oder die Deckel dazu suchen muss. Und wenn man eben auch nicht ganz so viel Platz hat, kann man diese Dosen eben auch noch stapeln, was wirklich super praktisch ist. Und ja, da kann man einfach dann die andere Dose abheben und kann von oben reinschauen, was in der Dose ist. Also wirklich richtig schön. Dann starte ich jetzt auch schon mit dem Umfüllen. Und zwar werde ich jetzt für die ganzen Körner die 425 Milliliter Dosen verwenden. Und ich habe die Dose jetzt auf eine Waage gestellt, damit ich euch das einmal abwiegen kann, damit ihr dann auch wisst, ja, wie viel Gramm denn auch eben in diese Dosen reinpasst. Das finde ich immer ein bisschen schwierig im Vorfeld ja, zu entscheiden, denn Milliliter ist ja nicht gleich Gramm. Wir fangen jetzt hier mit den Kürbiskernen einmal an. Also jetzt haben wir hier 115 Gramm und mehr Kürbiskerne habe ich jetzt gar nicht. Also die kann ich jetzt erstmal so verschließen. Also wie ihr seht, da würden auf jeden Fall 250 Gramm garantiert reinpassen.
So, ich habe jetzt hier 280 Gramm. Einmal die Sonnenblumenkerne. Also ich würde als Richtwert sagen, 250 Gramm passen hier in diese Dosen. Damit fahrt ihr eigentlich ganz gut. Und damit ich auch nicht vergesse, was in den Dosen ist, beschrifte ich sie auch gleich sofort. Und zwar mache ich das hier jetzt mit diesem Gerät. Ich habe hier jetzt die nächste Größe und zwar sind das 1000 Milliliter und da werde ich jetzt mal versuchen, die 500 Gramm Packung Risotto abzufüllen. Tja, also das passt perfekt und da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Jetzt ja die Haferflocken, da passen jetzt 370 Gramm in die 1000 Milliliter Dose. Also man sieht einfach im Gegensatz zum Risotto, was ja weniger, aber eben schwerer ist, wie viel Luft da noch ist. Und ja, hier ist es halt eben eng. Wenn ihr 500 Gramm Haferflocken einfüllen möchtet, dann solltet ihr die 1500 Milliliter Dose nehmen. Ich habe mich jetzt nochmal umentschieden, weil wir essen doch recht viele Haferflocken. Ich werde sie jetzt hier in die 1500 Milliliter Dose füllen. So, die ersten Dosen habe ich ja jetzt hier schon befüllt und weil ich etwas Platzprobleme bekomme, werde ich jetzt hier schon einmal in die Schubladen einräumen. Hier in die ganz großen Dosen sind ja die 2000 Milliliter, da werde ich jetzt eben Sachen reinfüllen, die groß sind. Und zwar habe ich hier jetzt zum Beispiel Lasagneplatten. Die sind ja eben einfach auch höher und die werde ich jetzt hier so reinlegen. Jetzt werde ich einmal die Backschublade ja umfüllen, sauber ist sie schon. Und zwar passt genau 1 Kilo Mehl immer in die 1500 Milliliter Dosen. Und ihr könnt es natürlich so machen, dass ihr immer nur 1 Kilo abfüllt. Solltet ihr jetzt eine Mehlsorte haben, die ihr zum Beispiel ständig verbraucht, wo ihr irgendwie auch mal immer mehr auf Vorrat habt, da könnt ihr dann natürlich auch die größere 2000 Milliliter Dose nehmen. Also ich werde jetzt immer die gängigen Mehlsorten, die ich so verwende, eben in die 1500 Milliliter umfüllen.
Zucker ist ja auch noch sehr gängig und da habe ich jetzt die 500 Gramm Packung in die 1500 Milliliter Dose gefüllt. Jetzt sind die Schubladen fertig und ich freue mich riesig, sie euch einmal komplett zu zeigen. Wir fangen einmal oben wieder an und zwar mit der Kochschublade. Und alleine dieser Eindruck, also das ist wirklich nicht zu toppen, dass alles schön clean, es ist einfach aufgeräumt und man muss auch einfach dazu sagen, da entsteht auch einfach keine Unordnung, denn alles hat auch seinen Platz und ich finde es auch wirklich sehr vorteilhaft, denn das sind alles so die gängigen Dinge, die ich immer verbrauche und ich sehe dann ja auch wirklich, was leer ist und das kann man dann einfach nachkaufen. So kauft man auch einfach nicht zu viel und man kann sich direkt den Zettel daneben legen, wenn dann eben was fehlt, kauft man es einfach nach. Ja, hier oben habe ich ja die 2000 Milliliter Dosen. Das ist dann ja hier die 1500er Reihe. Und hier hinten habe ich sogar gestapelt und das passt auch perfekt. Das sind ja hier die 1000 Milliliter, also die kann man perfekt übereinander stapeln. Hier hinten sieht man zum Beispiel sogar drei Stück, die ich übereinander gelegt habe. Oder hier ist auch die kleinere Dose, die 1000 und noch die 425 Milliliter übereinander. Also das passt auch richtig gut und die Schubladen gehen dann immer noch problemlos zu. Hier könnte man ja zum Beispiel dann noch eine Reihe von den 425 Milliliter übereinander legen. Und was halt wirklich sehr praktisch ist, dass die Deckel ja eben gleich groß sind. Das heißt, wenn ich merke, die Quinoa-Packung ist mir einfach zu klein, ich esse da irgendwie viel mehr von, könnte ich ja einfach den Deckel abmachen, das Ganze in eine größere Packung füllen und den Deckel wieder neu aufsetzen. Das heißt, ihr müsst gar nicht wieder neu beschriften und dieses ganze System wächst also ja mit euch mit, je nach eurem Bedarf. Und das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Und dann kann man einfach immer gucken. Ich habe jetzt die Packungen oder beziehungsweise die Dosen auch so gewählt, dass ich dann meistens eine Packung kaufe, wie zum Beispiel auch Nudeln, 500 Gramm, die passen dann ganz genau da rein, sodass eben gar nicht diese Reste entstehen, die man dann irgendwie im Vorratsschrank lagern muss oder sowas. Genauso hatte ich das ja unten auch mit den Haferflocken gemacht, beziehungsweise hier sind sie ja. Da weiß man auch ganz genau, die 500 Gramm Packung, die passt da locker rein, so groß sind eben die Verpackungen und dann ist die Dose eben wieder gefüllt. So, und dann zeige ich euch eben auch noch mal die Backschublade. Und das ist auch so ein schöner Eindruck. Ja, hier unten habe ich jetzt meine Mehlsorten, da ich die eben dann sehr häufig gebrauche. Hier ist dann eben Zucker und auch was zum Backen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch die Zimtstangen abgefüllt. Darunter ist noch ein bisschen Rohrzucker, Chiasamen, Traubenzucker. Gerstengras, das trinke ich auch regelmäßig, deswegen ist das auch immer schön griffbereit und alles, was man dann eben vielleicht nicht so häufig braucht, kann dann eine Etage tiefer, so wie Kokosraspeln. Hier habe ich ja auch mein Backpulver dann in eine Dose gefüllt, dann sehe ich auch immer, wie viel noch da ist. Gemahlene Haselnüsse oder Mandelblättchen, ebenso Dinge, die man eben zum Backen braucht. Backkakao, da hinten habe ich noch Maismehl. Quinoa gepufft, dann oft fürs Müsli und auch Puddingpulver habe ich da eben abgefüllt. Das sieht auch einfach viel schöner aus, als wenn diese Päckchen irgendwo überall zwischenliegen. Zucker, also einfach die gängigen Dinge. Und man sieht, da ist auch immer noch Platz und hier habe ich zum Beispiel auch 2x 1000 Milliliter übereinander gestellt. Passt auch perfekt. Und das ist eben immer schön, dass die Dosen dann die gleiche Höhe haben, ne? Auch wenn man sie dann eben stapelt, zum Beispiel hier, sieht man, das ist alles eine Höhe, obwohl es verschiedene Größen sind.
Und so schön sehen meine Schränke jetzt von innen aus. Also ich bin so mega glücklich darüber. Und auch nur aus diesem Grund zeige ich euch eben diese Dosen. Denn ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ihr könnt ja auch super damit anfangen, zum Beispiel auch nur erst ein paar Dosen zu bestellen. Schaut euch die Dosen an. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr so begeistert davon sein werdet, dass ihr dann auch euren ganzen Schrank damit machen wollt. Beziehungsweise alles einmal ordentlich. Und man kann sich diese Dosen ja auch super schenken lassen oder jeden Monat einfach mal ein paar Dosen kaufen oder ihr macht so wie ich gleich alles auf einmal. Es ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, also es ist nicht in einer Stunde getan, je nachdem wie viele Vorräte ihr habt und auch mit dem Dosenwaschen und umfüllen, beschriften, aber das ist ja einfach cool, wie gesagt, das wächst mit euch mit. Wenn ihr die Größe vielleicht nicht passt, dann könnt ihr den Deckel ja ohne neu zu beschriften auf eine kleinere Dose setzen. Und ihr müsst es ja eigentlich nur einmal das System quasi fertig machen und dann füllt ihr ja die Vorräte immer um. Also ihr habt quasi nur einmal die größere Arbeit. Und wenn ihr die Dosen mal austauscht oder manche Sachen eben vielleicht gar nicht mehr so häufig in Gebrauch sind, dann könnt ihr sie wieder neu beschriften, durchwaschen und einfach neu nutzen. Also wie gesagt, ich bin restlos begeistert, auch von den verschiedenen Größen. Das ist einfach ein cleanes, schönes Design. Und die Modula-Serie kann ich euch sehr ans Herz legen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und seid jetzt vielleicht angeregt oder habt jetzt auch richtig Lust dazu, eure Schränke frisch zu machen, denn wir gehen ja auch auf die Winterzeit zu und da backt man ja doch auch mehr in der Küche und steht da vielleicht auch mehr als im Sommer und dann freut man sich einfach, wenn man die Schubladen aufmacht und alles seinen Platz hat und super schön und ordentlich ist. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch in der Küche so aussieht. Habt ihr das demnächst vor zu machen oder habt ihr schon Vorratsdosen? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!